Dritter gegen Fünfter. Wenn man so will, ist das Verfolgerduell zwischen dem SV Wacker Burghausen in Weiß und dem TSV Hauptstadt also das Topspiel an diesem 14. Spieltag in der Regionalliga Bayern. Die Hausherren brauchen, wenn sie am Spitzenduo aus Unterhaching und Würzburg dranbleiben wollen, unbedingt einen Sieg. Die Gäste, die 4 der letzten 5 Ligaspiele gewinnen konnten, möchten ihren Lauf natürlich fortsetzen und die mittlerweile 10 Partien in Folge andauernde Ungeschlagen-Serie der Burghausener beenden. Damit hinein ins Spiel, das erst mit rund einer Stunde Verzögerung angepfiffen wurde, da die Hauptstädter im Stau standen. Als es dann endlich losging, mussten die Zuschauer aber auch lange auf den ersten Torschuss der Partie warten. Sowohl die Burghausener als auch die Hauptstädter kämpften um jeden Zentimeter Rasen und so bestimmten Zweikämpfe im Mittelfeld das Geschehen. Erst in der 25. Minute kommt der erste Ball aufs Tor und das aufgrund äußerst kurioser Umstände. Kenneth Siegel hält beim Befreiungsversuch der Gäste den Fuß rein und über Lukas Wenzel hinweg fliegt die Kugel in die Maschen. 1:0 Wacker. Das Tor änderte aber nicht wirklich was am Spielverlauf. Weiterhin spielte sich viel im Mittelfeld ab, bis in der 37. Minute wieder mal die Burghausener einen Angriff starteten. Christoph Schulz bedient Thomas Winkelbauer und der macht das dann ganz stark. Er zieht in die Mitte und setzt das Leder mit dem linken Schlappen punktgenau ins untere Eck. 2:0 für Wacker. Und wenig später wieder die Hausherren. Erneut kommt Winkelbauer an die Kugel und wieder stellt der 23-Jährige unter Beweis, dass er ein richtig feiner Kicker ist. Schönes Dribbling und dann schießt er das Leder in den Winkel. 3:0 für den SVW. Burghausen gnadenlos effektiv, defensiv bockstark und damit zur Pause mit 3:0 in Führung. In Hälfte 2 musste dann übrigens Schiedsrichter Tobias Wildmann ausgetauscht werden. Er bekam in der 30. Minute den Ball ins Gesicht, pfiff zunächst noch weiter, musste die Partie mit abgebrochenem Frontzahn in der Pause aber doch beenden. Gute Besserung an dieser Stelle. Nun aber wieder zum Sportlichen. In der 66. Minute gibt's Eckball für Hauptstadt. Die Kugel segelt in den 16er. Markus Schöller kann den Kopfball nicht festhalten und dann stochert Ben Müller nach. 2-3 Mal probiert er es, bringt das Runde aber nicht ins Eckige. Dann aber wieder Wacker, erneut der bärenstarke Winkelbauer. Zum ersten Mal an diesem Abend kann sich aber Wenzel auszeichnen, auch wenn er den Ball nicht festhält. Im Gegenzug wieder der TSV. Marco Nickel kommt völlig frei zum Kopfball, bringt den Ball aber nicht aufs Tor. Da war deutlich mehr drin. Das war dann aber auch die letzte Chance auf den Anschluss. Burghausen spielte das Match nun souverän runter und erzielte in Person von Andrija Wozniak sogar noch das 4:0. Sein Schuss noch abgefälscht und deshalb schwer zu halten. Das war dann auch der Endstand. Wacker schlägt Hauptstadt deutlich. Ja, extrem ekliger, gebrauchter Tag für uns heute. Ich glaube, wir haben 10:30 mittlerweile. Wir sind knappe 12 Stunden unterwegs. Kommen aus dem Bus hier direkt raus auf den Sportplatz und das, was die Jungs die ersten 25 Minuten hier abgeliefert haben, das war wirklich phänomenal, haben uns leider nicht belohnt. So im letzten Drittel hat ein Stück weit die Durchschlagskraft gefehlt und dann macht Burghausen in der Viertelstunde vor der Halbzeit aus 3 Torchancen 3 Tore. Das ist extrem effektiv, das ist eine besondere Qualität, die sie in dieser Saison haben und von daher verdient der Sieg für Burghausen. Was wir haben defensiv gemacht heute gegen Hauptstadt, was in meinen Augen eine von den spielstärkeren Mannschaften in der Liga ist, spielen sehr attraktives Fußball. Das ist, die defensive Arbeit ist die Grund für unseren Sieg heute. Die Leute haben extrem gut gekämpft, gut verteidigt und natürlich, wenn wir benutzen unsere Chancen wie heute, ja, dann verdient man einen Sieg. Dem ist nichts hinzuzufügen. Aufgrund einer klasse Abwehrleistung und einer Top-Chancenverwertung gewinnt Wacker verdient und bleibt dem Spitzenduo auf den Fersen.